herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feine Geister. Und heute habe ich eine Special Edition auf dem Fass, und zwar von Paul John. Es ist ein indischer Whisky, für die Paul John nicht kennen, und zwar aus Goa. Goa ist so die Westküste von Indien, aber super, super heiß. Also die Jahreszeiten sind heiß, heiß und Regenzeit. Und Regenzeit ist auch heiß, nur nass. Und das ist ganz was anderes. Also komme ich später nochmal dazu. Diesmal haben wir den Oloroso Select Cask. Select Cask ist ihre Special-Reihe, wo einfach verschiedene Fässer rausgenommen werden, die richtig gut sind. Und einzeln, nicht ganz einzeln auf den Markt gekommen werden, was Batch Number 6, also in Batches auf den Markt gekommen wurde, gelauncht. Und die ist jetzt 2021 im Dezember gelauncht worden, der Batch Number 6 mit einem Oloroso Fass. Und das Schöne drauf ist, unten haben sie ganz fest draufstehen. Ich habe mir schon gedacht, oh, Color, oh, was? Oh, war ernsthaft? Und dann steht ganz groß drauf, does not contain any added flavor or color. Also kein zusätzlich Geschmacksstoffe oder Farbstoffe, so wie es in Indien doch ziemlich üblich ist, außer bei den Single Malt Brennereien. Die sind richtig on point. Es gibt dritte ist irgendwie im Aufbau, wird noch kommen, habe ich noch nichts von, doch, habe ich schon gehabt, dritte ist schon auch da, ja, drei haben wir jetzt, die richtig gut sind, die anderen, ich hatte mal die Tetra Packs, gibt es auch hier auf dem YouTube-Kanal bei uns, Tetra Pak Whisky aus Indien. Boah, das ist schon wirklich hartes Zeug. Also es ist so, kannst die Farbe verdünnen. Ne? Gut. Was gibt es noch zu sagen? 48% sind ein bisschen heftiger. Und ich habe euch ja gesagt, es reift ganz anders. Ihr müsst euch vorstellen, das ist schon im Keller, aber ist trotzdem super, super heiß. Und das bedeutet, die verlieren extrem viel. Also die indischen Whiskys sind ein Stückchen, würde ich mal sagen, ineffizienter, weil sie so viel Aged Share haben. Aber sie haben viel, 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 viel schnellere Reifung. Es ist ein No-Age-Statement-Whisky. Und was wird er haben? 5 Jahre, 6 Jahre, 7 wird er nicht haben. Vielleicht hat er auch nur 4. Und trotzdem hat er diese Farbe. Ne? Diese Farbe hat der nach ein paar Jahren Reifung. Einfach weil das so warm ist, dass das Holz aufgeht, atmet und so viel Geschmack und Farbe an die Whiskys abgibt. Also da kannst du wirklich aus dem Fass alles rausholen. Und ja, du wirst, ich habe einmal einen gehabt mit einem Age Statement von Paul John sogar, ich glaube es war ein 7-Jähriger. Der war schon entweder over the top oder wirklich ganz weit oben und schon ziemlich holzig. Bin gespannt, was wir heute haben. Ob der ein bisschen mehr on spot ist. Ich werde mal reinriechen. Boah, Sirup. Sirup, also richtig. Im Geruch ist er babbig süß. Mit Pfirsich und Sirup und getrockneten Früchten. So ein bisschen so eine fermentierte Fruchtnote mit dabei. Als wären irgendwie so Rosinen mal der Packung ein bisschen zu lang drin gewesen. Man hört mal so, jetzt ein bisschen Alkohol drin. Rumrosinen. Naja, keine Rumrosinen, aber einfach ein bisschen so fermentiert, getrocknet. Ich glaube, die müssen aber Wasser ziehen. Sonst glaube ich, fermentieren Rosinen, glaube ich nicht. Ja, also eine Sherry-Bombe. Wenn man mir es so gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich im Blind Tasting gesagt, Mischung aus PX und Sherry. Aber es ist PX und Oloroso, ist aber nur Oloroso. Weiß nicht, wo dieses Bappige herkommt. Wahrscheinlich, weil er einfach viel von dem Holzzucker abbekommen hat. Boah, das ist wieder einer für mich. Boah. 48% drückt rein. Mit richtig viel Geschmack. Also eine richtige Sherry-Bombe. Komischerweise, aber jetzt im Geschmack typisch Oloroso. Also er hat nicht dieses Bappige, Bappig-Süße vom PX, sondern richtig schön fruchtig, getrocknete Früchte. So auch ein paar Nüsse mit dabei. Richtig schöne Sherry-Bombe. Auch mein zweites Stückchen, hatte vorher schon im englischen Take einmal einen. Und addiert sich.
addiert sich definitiv. Was interessant ist, ich hätte es viel stärker Richtung Holz erwartet. Ich kannte eben den alten davor, der hatte noch ein anderes Label. Ich glaube, der war grün damals. Der war schon so ein bisschen pelzig, holzig und so. Der hat jetzt beim zweiten Stückchen so ein ganz leichtes mit pelzig auch schon. Aber ich würde noch sagen, on point. Aber es ist wieder so ein Whisky. Boah, wie viele Gläser kann man da am Abend genießen? Er zieht die Aufmerksamkeit, wenn man ihn im Mund hat, schon ganz schön auf sich, weil er einfach so stark ist. Hm. 48%. Wahnsinnige Reifung. Puh, ja. Also er zieht die Aufmerksamkeit. Kein Nebenbei-Whisky. Einer von meinen, ich liebe ja immer diese Extreme. Einer von der Sherry-Additiv-Reifung-Fraktion kriegt man eigentlich nur aus dem globalen Süden, aus dem tropischen Süden, kann man so sagen, aus richtig, richtig heißen Ländern, Äquatornähe oder südlich davon, kriegt man solche kräftigen Reifungen raus. Finde ich super cool, also sehr interessant. Paul John wäre für mich auch wieder so eine Sache, wo ich so gern mal wieder hinfahren würde. Ich war leider nur ein, zwei Tage da, weil ich glaube, die Gegend, die reißt auch noch raus. Die ist bestimmt auch wunderschön. Wobei ich natürlich in deren Sommer war und da war es so brutal heiß, da konntest du eigentlich fast nichts machen, außer in der Brennerei mit Leuten. Also ich hatte Leute, die sind hinter mir hergelaufen, haben mir Wasser gegeben. Ich habe die ganze Zeit getrunken. Es waren überall Ventilatoren. Also es war dann so, ich gehe mal zu diesem Ventilator in der Ecke, ich muss gerade nichts tun. Wahnsinn. Unglaublich schön. Unglaublich schöne Gegend, aber wahnsinnig heiß. Und das schmeckt man in dem Whisky auch. In Whiskys in heißen Ländern gemacht, sind einfach wahnsinnig additiv, wahnsinnig viel Eiche drin. Aber ich sage, amerikanische Eiche, er ist nicht so besonders würzig. Das ist ein bisschen im Abgang, aber klasse. Mhm. Gut, kann ich euch empfehlen, gibt es bei whisky.de für 59,90 im Shop zu kaufen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.